Gegen 20.30 Uhr wird die Feuerwehr in Hamburg-Rahlstedt zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Ein junger Feuerwehrkamerad, der wird kurz nach der Alarmierung noch von seiner Mutter vor der Wache abgesetzt. Doch bevor die Einsatzkräfte dann endgültig ausrücken können, kommt es zu einem dramatischen Unglück. Diese Straße wurde für einen jungen Feuerwehrmann in Hamburg-Rahlstedt zum Verhängnis. Um 20.30 Uhr wollte er in aller Eile zu einem Einsatz kommen. Es ging um einen Wohnungsbrand. Dabei übersah er diesen PKW. Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen. Der Wehrführer hat den Einsatz über Funk sofort abgebrochen. Man hat sich natürlich primär erstmal um den verletzten Kameraden gekümmert. Die Leitstelle hat dann eine Nachbarwehr, die FF Tonnendorf, alarmiert, die dann dem Einsatz zugeordnet worden ist und dort auch unterstützt hat. Der junge Feuerwehrmann wurde am Kopf und an den Füßen verletzt. Seine Kameraden leisteten sofort erste Hilfe, bis der Rettungswagen eintraf. Der Notarzt ließ den Verletzten in ein Krankenhaus einliefern. Der Fahrer des Unfallwagens erlitt einen leichten Schock und wurde ebenfalls behandelt. Die Polizei hat Unfallermittlungen aufgenommen. Die Sorge der Feuerwehrleute gilt jedoch jetzt ihrem verunglückten Kollegen. Der verletzte Kamerad ist auf Nachfrage am heutigen Morgen, also ganz aktuell, auf einem guten Weg. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Die Kameradinnen und die Kameraden, die dort die Erstversorgung gestern Abend sofort übernommen haben, da sind wir gerade bei, gucken, wie es ihnen geht. Und wenn es dort Gesprächsbedarf gibt, wird es natürlich sofort auf- und nachbereitet durch die Gesprächsnachsorge. Zu dem Wohnungsbrand, den eigentlich die Feuerwehr Rahlstedt hatte löschen wollen, rückten nun zwei benachbarte Feuerwachen aus. Eine Ausweitung des Feuers konnte verhindert werden. Glücklicherweise kam dabei niemand mehr zu Schaden.